Hans-Christoph Berndt ist brandgefährlich für die SPD in Brandenburg. Der Spitzenkandidat der SPD dort hat nichts Besseres zu tun, als Plakate aufhängen zu lassen, auf denen er verkündigt, dass er das Gute an Brandenburg sieht und Hans-Christoph Berndt eben nicht. Das ist ein bisschen dünn, genauso dünn wie die Vita des Spitzenkandidaten der SPD. Berndt hingegen, Altsprachen, Kurs, Priesterseminar, danach Mechaniker. Er hat auch mit den Händen was geleistet. DDR-Geschichte ist das, gelebte DDR-Geschichte. Er wollte eigentlich Mediziner werden, nach dem Ausflug in die Mechanik dann Zahnarztstudium, Fachzahnarzt anschließend und eine lange Tätigkeit bei der Charité in Berlin. Dort war er auch über lange Zeit im Betriebsrat tätig, was ihn prädestiniert dazu, zu vermitteln und Brücken zu bauen, anstatt zu klotzen und ja, die Gesellschaft zu spalten. Das möchte man ihm anhängen, das bleibt aber nicht hängen, denn der Mann ist rhetorisch sehr stark, er ist hochintelligent. Und was er jetzt da in dem nachfolgenden Ausschnitt sagt, das darf hängen bleiben, und zwar in positivem Sinne. Denn an diesem Mann beißen sich die öffentlich roten Racker die Zähne aus. Deshalb, ja, schalten Sie ihn auch, ich habe das in einem Short heute schon bereits erwähnt, schalten Sie ihn auch mal kurz ab und sagen, aus Zeitgründen müssen wir jetzt, Herr Berndt, leider das Interview beenden, sagen aber nicht, dass dann anschließend der Zeitdruck bedeutet, dass Sie zu einer Straußenfarm schalten werden. Also dieser Kandidat, ich gebe ihm beste Erfolgschancen und er wäre sehr, sehr gut für Brandenburg. Er ist konkret und er ist handfest. Viel Erfolg, Herr Berndt. Wir müssen uns unserer Geschichte bewusst sein, der guten wie der schlechten Seiten, auch der schlechten Seiten. Natürlich müssen wir uns auch bewusst sein, was ist 33 bis 45 passiert, wie konnte es dazu kommen, was sind die Was war Konsequenzen. daran gut? Ich habe gesagt, wir müssen uns der schlechten wie der guten Seiten bewusst sein. 33 bis Also, was war 45, daran gut? Herr Wiebrecht, 33 bis 45 ist ein Teil der Geschichte, es war nicht die gesamte Geschichte. Es gibt eine Geschichte von 1500 Jahren davor und es gibt eine Geschichte von jetzt 80 Jahren danach. Auch das muss in unserem Blick sein. Es macht krank und es hilft uns nicht, wenn wir uns einseitig auf die negativen Seiten unserer Geschichte konzentrieren, wenn wir Schuldkomplexe anhäufen, wenn wir krank sind und wenn wir uns selbst verleugnen, dann können wir mit uns selbst nicht zurechtkommen und dann sind wir auch kein Segen für unsere Welt und unsere Umwelt.